Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mass Effect 2. Ich darf die 2 nicht vergessen. Ist ja schon der zweite Teil, immerhin. So, wir gehen auf die Karte. Ach, das haben wir noch gar nicht fertig gescannt. Einen machen wir jetzt in der Folge. Ich wollte jetzt nicht gleich schon wieder pausieren. So. Sonde gestartet. Ja, und dann schauen wir mal, wo wir hinfahren. Ich werde wahrscheinlich ein bisschen dann gleich offscreen, also ich werde gleich pausieren und dann offscreen Sonde noch ein bisschen weiter unterwegs. scannen. Und dann schaue ich mal, wenn ich irgendwo wieder natürlich was Interessantes finde, hole ich euch ab. Weil wir haben jetzt ja noch. Wir können zur Citadel fliegen, oder? Das ist doch mal eine gute Idee. Erstens haben wir dort ein paar Quests. Starte Sonde. Wir waren da noch gar nicht. Starte Sonde. Und in der letzten Folge haben wir relativ viel Platin für Upgrades und so ausgegeben, ne? Sonde gestartet. Okay, wir haben auch nicht mehr so viele. Dann verlassen wir jetzt diesen Orbit. Ich möchte erstmal wieder. Kann ich nicht irgendwie rauszoomen? System anfliegen. Oh, ich mag das nicht. Immer dieses Wecke. Drücke. Bei System anfliegen jetzt aber. Das finde ich halt ein bisschen doof, weil das sau ungenau ist. Erstmal zum Treibstoffdepot. Und ein paar Sonden noch nachgekauft. So. Jetzt geht es natürlich ins Massenportal. So, Sprung. Wo ist denn die Sit. Ich würde gerne mehr raus. Zoomen können. Im Serpentnebel. Also, ich verstehe ja, dass sie hier was Neues machen wollten. Ein neues System, aber ich finde es halt nicht gut. Also, ich hoffe, es ist im dritten Teil wieder anders. Bitte nicht spoilern. Es ist jetzt nur eine Vermutung und Hoffnung, die ich ausspreche. Da ich vom dritten Teil noch gar nichts gesehen habe, dann möchte ich das auch nicht wissen, sondern selbst dann beurteilen, wenn ich es vielleicht erleben werde. Nee, aber das System finde ich hier nicht so gelungen. Da fand ich das vom ersten doch besser. Okay, andocken. Wir haben ja gelernt, im ersten Teil, die Citadel ist eigentlich ein riesiges Massenportal. Angedockt. Kaufen Sie in Geschäften Sternkarten. Okay, da müssen wir also die Augen offen halten. Wusste ich jetzt auch nicht. Da dachte ich tatsächlich auch, dass es wie im ersten Teil ist mit Spielfortschritt. So, unser lieber Garrus kommt natürlich sofort mit. Und sorry, ich stehe auf Aliens. Morden muss auch mitkommen. Ich lasse mal die Ausrüstung so, wie sie ist. Beenden. Commander Shepard, geben Sie das Passwort ein, dann erhalten Sie ein Gratisgeschenk. Das war wohl der Hinweis. Probleme mit Kollektoren? Wie wär's mit einem Kredit bei Kazumi? Da, wir quetschen erstmal hier mit Morden. Keeper, faszinierende Wesen.
Genetische Konstrukte, eingerichtet für die Arbeit auf der Citadel, könnten woanders nicht überleben. Zweck unbekannt. Hätte sie gerne untersucht, hatte aber andere Dinge zu tun. Vielleicht bekommt sie ja noch mal die Chance. Geben Sie einfach Ihr Passwort ein und gewinnen Sie einen großartigen Preis im Wert von Millionen von Credits. Diese Nachrichten. 2 Jahre nach der Zerstörung der Destiny Ascension ist die Planung einer Flotte für die neuen alliierten Citadel-Verteidigungsstreitkräfte erneut zum Stillstand gekommen. Die Asari-Republiken haben ihren Anteil an der Verantwortung für die Verteidigung an die turianische Hierarchie abgetreten. Die Allianz der Menschen hält derzeit den Hauptteil der Streitkräfte. Okay. Ja, ich will mich erst so ein bisschen umgucken, bevor ich hier jetzt der Werbung weiter zuhöre. Okay, im Ernst. Wie oft... Das, Rekruten, ist ein 20 Kilo Eisenprojektil. Fühlen Sie mal, wie schwer es ist. Alle 5 Sekunden beschleunigt das Hauptgeschütz eines Schlachtschiffs der Everest-Klasse auf 1 bis 1,3% der Lichtgeschwindigkeit. Es trifft mit der Gewalt einer 38-Kilotonnen-Bombe auf. Das ist 3-mal so viel, wie auf Hiroshima abgeworfen wurde, damals auf der Erde. Das bedeutet, Sir Isaac Newton ist der tödlichste Bastard im ganzen Weltraum. Also, Soldat Burnside! Wie lautet Newtons erstes Gesetz? Na, wisst ihr's? Sir, ein Objekt in Bewegung bleibt auch in Bewegung, Sir. Für Teilantworten gibt's kein Lob, Sie Made. Sir, außer eine andere Kraft wirkt darauf ein, Sir. Geht doch! Ich nehme mal an, selbst ungebildete Esel wie Sie wissen, dass der Weltraum ziemlich leer ist. Sobald Sie diesen Metallhaufen abschießen, fliegt er so lange weiter, bis er irgendwas trifft. Das kann ein Schiff sein oder der Planet hinter dem Schiff. Oder er fliegt weiter in die Tiefen des Weltraums oder schlägt in 10.000 Jahren jemand anders. Wenn Sie hier abdrücken, versauen Sie garantiert jemanden den Tag. Irgendwo und irgendwann. Deshalb überprüfen Sie wieder und wieder Ihre Ziele. Deshalb warten Sie, bis der Computer Ihnen eine verdammte Feuerleitlösung berechnet hat. Und deshalb, Soldat Chung, geht da nichts mit Augenmaß. Das ist eine Massenzerstörungswaffe. Die feuert man nicht wie ein Cowboy aus der Hüfte ab. Sir! Jawohl, Sir! Na, wer kennt denn noch die anderen beiden Gesetze? Könnt ihr ja mal gerne in die Kommentare schreiben. Ich musste sie leider sehr oft lernen. Geben Sie das Passwort. Ah, Kasumi, nerv mich nicht! Kann ich Ihnen helfen? Sorry, aber wenn mich jemand alle 2 Sekunden hier anspricht, wie das hier gerade der Fall ist, dann nervt das total. Also, ich finde es in Ordnung, wenn NPCs vielleicht einen nochmal drauf hinweisen. Aber nicht alle 2 Sekunden, bitte. Das ist voll anstrengend. Es ist schon ein paar Jahre her, seit ich das letzte Mal hier war. Die Sicherheit scheint strenger gehandhabt zu werden. Nach dem Angriff der Geth wurde das Sicherheitsprotokoll überarbeitet. Es gab kleinere Veränderungen, um das Risiko einer Infiltration durch die Geth zu minimieren. Wir bedauern die Unannehmlichkeiten. Man sollte meinen, ein Geth würde auffallen. Annahmen sind gefährlich. Wachsam sein, sicher sein. Danke für Ihre Zeit. Der Nächste. Okay. Was ist hier noch so? Probleme mit Kollektoren? Ich hatte gedacht, es wäre vielleicht nett, zurückzukehren und zu sehen, was sich alles verändert hat. Aber es ist genau wie früher. Schmutzige Straßen, skrupellose Aasgeier, Gefängnisse mit Drehtüren. Hier für Sicherheit zu sorgen, ist ein Scheißjob. Genau deshalb bin ich auch gegangen. Okay, dann gehen wir jetzt doch mal durch die Tür. Commander Shepard, auf Sie warten die besten Gefährten, die es gibt. Ja, ja. Vielleicht wäre etwas... Sieht aus, als hätten Sie die Sicherheitsvorkehrungen verschärft. Ausschalten. Was? Glauben Sie ernsthaft? Ja, okay. Verzeihen Sie die Unannehmlichkeit, Ma'am. Unsere Scanner zeigen falsche Werte an. Sie scheinen zu glauben, Sie wären tot. Wir bleiben mal so ein bisschen vage. Das höre ich überall. Geht mir tierisch auf die Nerven. Mit wem kann ich darüber sprechen? Unser Stationskommander ist direkt hinter den Scannern. Raus und dann rechts. Er kann Ihre IDs wieder aktivieren. Okay, mit Bailey reden. Dann Sie werden wir das schon wohl ein machen. Zum Schreien bringen. Er wird Ihnen nichts erzählen, solange Sie noch fragen. Zutritt verweigert. Ich weiß, Sir. Wenn Ihnen das auf den Magen schlägt oder Sie Angst davor haben, gemeldet zu werden, kann ich mich darum kümmern. Nein, Ma'am. Ich werde schon damit fertig. Da steht aber Sir und er ist auch ein Sir. Ja?
Ich sehe das Problem schon, Commander Shepard. Meine Konsole behauptet, sie wären tot. Boah, woher kenne ich die Stimme? Ich komme gerade nicht drauf, aber das wird mich jetzt die ganze Folge beschäftigen. Befürchten Sie nicht, dass ich eine Schwindlerin bin und meine Identität nur vortäusche? Wir haben die besten Scanner der ganzen Galaxie. Uns reicht für einen DNS-Test eine Hautschuppe. Verdammt! Wenn Sie unregistrierte Genmodifikationen haben, finden die sogar das raus. Also der hat auf jeden Fall bei Kingdoms of Amalur gesprochen. Auf jeden Fall. So. Ihr Sergeant sagte, Sie könnten mir da behilflich sein. Normalerweise müssten Sie zunächst von der Sicherheitsverwaltung der Station Ihre IDs reaktivieren lassen. Dann zum Zoll und zur Einwanderungsbehörde, um die Citadel betreten zu dürfen. Anschließend vermutlich ein Ausflug zum Finanzamt. Ein Jahr tot ist eine beliebte Ausrede bei Steuerflüchtigen. Aber wie ich sehe, sind Sie eine vielbeschäftigte Frau. Was halten Sie davon, wenn ich einfach diesen Knopf hier drücke und wir betrachten die Sache als erledigt? Okay. Ich versuche mich auf die Folge zu konzentrieren und nicht auf die Stimme. Könnte nicht einer von uns oder sogar beide dafür ziemlichen Ärger bekommen? Die DNS-Scanner in dem Tunnel lassen sich nicht täuschen. Sie sind sie. Warum in langen Schlangen warten und Unmengen nutzlosen Papierkram ausfüllen, um zum selben Ergebnis zu gelangen? Der Rat macht alles strikt nach Vorschrift. Es hat Jahrtausende gedauert, um das alles niederzuschreiben. Manchmal muss man einfach auch mal was ohne Ratsbeschluss erledigen. Guter Mann, auf jeden Fall. Das wäre großartig. Fertig. Sie können gehen. Sie sollten trotzdem mal rauf ins Präsidium gehen. Der Rat wäre bestimmt daran interessiert, dass einer seiner verschollenen Spectres noch am Leben ist. Wie kommt man am leichtesten von hier unten ins Präsidium? Durch den Sicherheitskontrollpunkt und dann mit einem öffentlichen Shuttle. Danke. Zugang zum Rat und den Ressourcen des Spectres wäre hilfreich. Ja, der Rat kriegt alles. Das ist das Beste an der Arbeit für C-Sicherheit. Wenn du Ausrüstung, Informationen oder Geld brauchst, kriegst du es auch. Wie auch immer. Brauchen Sie sonst noch was? Oder kann ich wieder zurück an meine Arbeit? Ja, wir quetschen ihn jetzt noch ein bisschen aus. Wie sind Sie dazu gekommen, auf der Citadel zu arbeiten? Ich war früher mal bei der Allianz, aber die ständige Reiserei hat mich fast umgebracht. Das ist ein beschissenes Leben, wenn man versucht, parallel dazu eine Familie zu haben und dann seine Kinder nur einmal alle 6 Monate sieht. Ich bin zu C-Sicherheit gegangen, um ortsfest bleiben zu können. Um Wurzeln zu schlagen. Ein absolut legitimer Grund. Würde ich tatsächlich genauso machen. Wo fangen wir denn an? Einfach hier. Bei meinem letzten Besuch hatte C-Sicherheit noch keine Menschen als Captains. C-Sicherheit hat große Verluste erlitten, als die Geth das Präsidium gestürmt haben. Die Spezialeingreiftruppe hat's besonders schwer erwischt. Ab da wurden Bewerbungen von Menschen nicht mehr einfach abgelehnt. Sie brauchten Nachschub für die Uniform und wir hatten die meiste Erfahrung. Ich habe Ihr Gespräch gehört. Ein bisschen zum Schreien bringen? Wir sind hier nicht auf dem Präsidium. Die müssen sich nur Sorgen um Demonstranten außerhalb der Zonen zur freien Meinungsäußerung machen und um Pudel, die auf ihren Rasen kacken. Hier unten gibt es Drogen, organisiertes Verbrechen und Mord. Streifendienst in einem Bezirk, das ist wie Streifendienst in New York City. Manchmal muss man eben das Regelbuch des Rats vergessen. C-Sicherheit hat sich verändert. Ja, Garrus anscheinend schon. Der Hauptteil der Schäden durch den Angriff der Sovereign wurde anscheinend bereits repariert. Das Präsidium war ziemlich durchlöchert. Natürlich haben sie das als erstes instand gesetzt. Alle Bezirke wurden von Trümmern getroffen, als das Schiff explodiert ist. Die Schäden waren aber größtenteils nur oberflächlich und die Keeper haben alles recht flott wieder hingekriegt. Den Tesseri-Bezirk hat's am schlimmsten erwischt. Ein Riesenbrocken schlug in der Nähe der Delinaga-Konzerthalle ein. Da räumen sie heute noch Schutt weg und arbeiten an der Energieversorgung. Ich muss mit dem Rat sprechen. Wie komme ich von hier aufs Präsidium? Durch den Sicherheitskontrollpunkt und dann mit einem öffentlichen Shuttle. Okay, das hat er ja schon erzählt. Erzählen Sie mir von diesem Ort. Alle Bezirke sind mehr oder weniger multikulturell. Aber die anderen 4 werden von Asari, Turianern oder Salarianern dominiert. In Sakara gibt es größere Enklaven von Volos, Elkor und Tanar.
Und in Shin Akiba gibt es eine Handelszone der Menschen. Es laufen auch ein paar Kroganer rum. Und neulich habe ich sogar einen Quarianer gesehen. Okay, ich muss jetzt gehen. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie noch was brauchen. Das werden wir machen. So, hier ist wieder eine Avina. Willkommen zurück, Shepard. Ihr letzter Besuch auf der Citadel war vor 2 Jahren, 3 Monaten und 17 Tagen. Das ist das Transportzentrum des Sakara-Bezirks. Hinter der Sicherheitsabsperrung der C-Sicherheit gibt es öffentliche Shuttles und Einkaufsmöglichkeiten. Die Botschaft der Allianz hat für menschliche Besucher der Citadel eine Reiseempfehlung herausgegeben. Möchten Sie sie jetzt hören? Klar. Ich möchte die Reiseempfehlungen hören. Aufgrund kürzlicher Veränderungen innerhalb des Rats sind die Aliens auf der Citadel Menschen gegenüber weniger freundlich als sonst. Bürgern der Allianz wird empfohlen, sich nur kurz in Sektoren aufzuhalten, die nicht von Menschen geführt werden. Gruppenreisen sind empfohlen. Wenn Sie sich verfolgt oder bedroht fühlen, wenden Sie sich an den nächsten Officer der C-Sicherheit oder nehmen Sie über das Netzwerk der Station Kontakt zu Ihrer Botschaft auf. Das klingt ja fast nach einem Rassenaufstand gegen die Menschen. Es hat an Bord der Citadel in den letzten 2 Jahren 26 Unruhen größeren Ausmaßes gegeben. Viele nichtmenschliche Bürger sind mit der von der Allianz geführten Umstrukturierung des Rates nicht einverstanden und möchten zum früheren Status quo zurückkehren. Das ist manchmal nicht möglich. Ich weiß ja jetzt nicht, wie die Zustände hier generell sind. Aber man kann nicht immer einen Zustand auf ewig halten. Es scheint viel mehr Officer von C-Sicherheit zu geben als bei meinem letzten Besuch. Nach dem Geth-Angriff vor 2 Jahren wurden zum Schutz der Bevölkerung zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen getroffen. Es gibt jetzt mehr Patrouillen der C-Sicherheit und außerdem Einschränkungen, was das Tragen von Waffen betrifft. Gibt es jetzt weniger Kriminalität? Gewaltverbrechen sind um 23% zurückgegangen, Diebstähle um 41%, die Aufklärungsquote ist um 16% gestiegen. Klingt ja nicht verkehrt. Es sieht so aus, als habe sich die Citadel von dem Angriff der Sovereign erholt. Die Reparaturen infolge des Geth-Angriffs sind noch nicht abgeschlossen. Im Tayseri-Bezirk gibt es noch erhebliche Schäden. Geth? Die Sovereign hat den Angriff geführt. Ein Reaper. Mir liegen keine Informationen über einen Reaper vor. Es gibt allerdings Hinweise auf den Begriff in einigen populärhistorischen Theorien über das zyklische Aussterben in der Galaxie. Memetische Manipulation. Rat beschuldigt Geth. Lüge verschleiert Reaper. Öffentlichkeit gerät nicht in Panik. Nicht immer so sinnvoll. Welche Geschäfte gibt es auf dieser Ebene? Es gibt auf dieser Ebene nur ein Geschäft. Citadel Souvenirs bietet lizenzierte Erinnerungen an ihren Besuch. Die Raumschiffmodelle sind weithin bekannt. Dann werden wir da gleich mal hingehen. Ich muss mit dem Rat sprechen. Ach, das hatten wir wie ja schon zehnmal. Ich komme hier aufs Präsidium. Öffentliche Shuttles sind auf der anderen Seite der Sicherheitsabsperrung. Sorry, das ist vorerst alles. Danke, dass Sie sich für Avina. Bin immer irritiert, wenn sich was nicht auslockt. So, hier sind die Souvenire. Guten Tag, meine Freunde. Willkommen auf der Citadel. Ich möchte etwas kaufen. Tut mir leid. Dafür bin ich nicht zuständig. Ich beantworte Fragen und wickle die Rücknahme und den Umtausch ab. Wenn Sie etwas kaufen möchten, stöbern Sie doch in unserem elektronischen Katalog da drüben. Okay. Diese Geschäfte gehören doch der Citadel, oder? Das ist richtig. Die Souvenirläden der Citadel gehören dem Rat. Die erzielten Gewinne dienen dem Erhalt der Station. Wir führen eine Auswahl von Dekorationsstücken zur Verschönerung Ihres privaten Quartiers. Diese Geschäfte gehören ja dem Rat. Bekommen Regierungsangestellte also einen Rabatt? Ja, in der Tat. Welche Position haben Sie? Ich war früher ein Spectre. Ach, herrje. Ich wusste gar nicht, dass ein Spectre kündigen kann. Jedenfalls berechtigt Sie das nicht zu einem Rabatt. Wie wär's, wenn ich noch eine Empfehlung von der Frau drauflege, die Saren besiegt hat? Sie sind Shepard? Ach, herrje. Ich würde mehr verkaufen. Und das ist mit Sicherheit einen Rabatt wert. Was soll ich tun? Sprechen Sie einfach Ihre Empfehlung in meine Konsole. Ich bin Commander Shepard und das ist mein Lieblingsgeschäft auf der Citadel. Ausgezeichnet. Voll gut. Ich lasse das von meiner Büro-VI sofort in unsere Werbung aufnehmen.
Vorbildlich plus 5, dann stöbern wir doch mal. Weltraumhamster. Das kleine fällige Nuggettier sieht sie an und man möchte fast meinen, es würde wissend lächeln. Sollen wir uns noch nicht? Das sind Fische. Aber wir holen uns erstmal das Modell von der SR1, also der Normandy 1. Ja, und dann haben wir noch die Destiny Ascension. Kaufen wir auch, ist nämlich nicht so teuer. Alles andere lassen wir erstmal sein. Willst du irgendwelche Fische kaufen oder vielleicht ein Modellschiff? Wie soll mich ein Modellschiff an die Citadel erinnern? Es ist dekorativ. Gucken wir uns weiter nochmal auf der Ebene um. Vielleicht schnappen wir ja noch was auf. Dass die Seen oben auf dem Präsidium voller Fische sind. Nein, sind sie nicht. Warst du schon mal da oben? Nein, Seesicherheit lässt mich nicht. Ich bin ein Risiko, heißt es. Wir halten jeden Kroganer für gefährlich. Verdammte Turianer. Wir sollten sie alle umlegen. Warnung. Was ist da für eine Warnung? Irgendwas ploppte gerade doch hier auf, oder? Kann ich das irgendwie anwählen? Nö. Na gut. Da ist schon wieder Werbung. Da können wir nicht drüber laufen. Hier sind überall Nachrichten. Dort geht's irgendwo runter. Hm. Gehen wir erstmal runter? Ach komm, wir gehen erstmal runter. Wir gehen in der nächsten Folge runter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao, ciao.